werden, wir sind es. How could you not be? Wie könntest du denn nicht sein? If the spirit of him that raised Jesus from the dead dwells in you. Wenn der Geist dessen, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in dir lebt. He will quicken. Er wird lebendig machen. He'll make alive. Er wird dich lebendig machen. Your body. Er wird deinen Leib lebendig machen. So the healing is in you. Also die Heilung ist in euch drin. The protection is in you. Der Schutz ist in euch drin. The angels. Die Engel are in that realm. Sind in diesem Bereich. Of the spirit. Des Geistes. You don't see them with your eyes. Du siehst sie nicht mit deinen natürlichen Normally, Augen. Normally people don't see them with their eyes. Normalerweise sehen die Leute sie eben nicht mit ihren natürlichen Augen. But that word und dieses Wort will give you a picture. Wird dir ein Bild geben. You may not see the healing with your eyes. Du magst die Heilung vielleicht nicht mit deinen natürlichen Augen sehen it, oder sie spüren. But that word aber dieses Wort will give you a picture. Wird dir ein Bild geben. It'll change your picture. Es wird dein Bild verändern. And that picture und dieses Bild is to be changed wird verändert in your soul. In deiner Seele. Hallelujah. 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 So Jesus said, also Jesus sagte, thou art Peter. Du bist Petrus. And this word Peter means a rock. Und dieses Wort Petrus bedeutet ein Felsbrocken oder ein Fels zu sein. Why was Peter called a rock? Warum wurde Petrus Fels genannt? Because Jesus said, weil Jesus sagte, Peter, Petrus, when you get revelation, wenn du Offenbarung empfängst, of who I am, von dem, wer ich and bin, remember what John wrote later on, und erinnert euch an das, was Johannes später schrieb. John wrote and said, as he is, so are we. Johannes hat später geschrieben, so wie er ist, sind auch wir. You start seeing yourself living like Jesus. Ihr fangt an, euch so zu sehen, dass ihr lebt, wie Jesus lebte. How could that be, preacher? Prediger, wie kann das denn bloß sein? Remember, erinnert euch, you're the body. Ihr seid der Leib. The body. Der Körper. The body. Der Leib. Tell your neighbor, you're the body. Sag mal deinem Nachbarn, du bist der Körper. You're the body. Du bist der Leib. The body of who? Der Leib wessen? The body of who? Der Leib von wem? You're the body of your mama and your papa. Ihr seid der Körper von eurem Mama oder Papa? No, you're Nein. the body of Christ. Nein, ihr seid der Leib Christi. You're to be walking around on this earth looking like Jesus. Ihr solltet auf diese Erde herumgehen und wie Jesus ausschauen. Remember? Erinnert euch. Jesus Christ. Jesus Christus. The same. Derselbe. Yesterday. Gestern. Today. Heute. Today. Heute. Talking about today. Die Rede ist von heute. And forever. Und in alle Ewigkeit. Well, what good is that verse if he's up in heaven doing nothing? Nun, für was wäre denn dieser Vers überhaupt gut, wenn er im Himmel ist und nichts tut? He's in heaven. Er ist im Himmel. But remember, the scripture said, what you bind on earth shall be bound in heaven. Erinnert euch, die Schrift sagt, was ihr im Himmel bindet, wird auf der Erde gebunden sein. So God andersrum. Made you his body. Also, Gott hat euch zu seinem Leib gemacht. And so God's idea is that you get revelation of who Jesus is and recognize you represent him. Und Gottes Idee ist also, dass ihr eine Offenbarung und eine Ahnung dafür bekommt, wer Jesus ist und dass ihr eine Offenbarung da bekommt, wie er sich durch euch auslebt. I didn't say you're God. Ich sagte damit nicht, dass ihr Gott seid. Tell your neighbor. Sag mal deinem Nachbarn. Preacher did not say. Der Prediger hat nicht gesagt. That I'm God. Dass ich Gott bin. That you're God. Dass du Gott bist. You're not God with big G. Du bist Gott, nicht der Gott mit einem großen G. But Jesus did talk about us being little gods.
sondern Jesus hat davon gesprochen, dass wir kleine Götter seien. Now that doesn't mean that you're deity. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Gottheiten wärt. But that means that you're to bring him to the earth. Aber das bedeutet einfach, dass ihr ihn so auf diese Erde bringt. Hallelujah. Upon this rock. Auf diesen Felsen. Upon this rock. Auf diesen Felsen. Upon this rock. Auf diesen Felsen. Upon this rock. Felsen. Upon this rock. Auf diesen Felsen. What's the rock? Was ist dieser Fels? Upon this rock. Auf diesen Felsen. 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 The rock of what? Felsen von wem? The rock Felsen of revelation. Der Fels der Offenbarung. Of who Jesus is. Von dem, wer Jesus ist. And recognizing. Und erkennen. As he is, so are you. So wie er ist, bist auch du. In this world. Auf dieser Welt. 1 John 4:17 is what it says. I didn't write the verse. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 17. Ich habe diesen Vers nicht geschrieben. A lot of people don't know that verse is in the Bible. Viele Leute wissen nicht, dass dieser Vers in der Bibel steht. It's there. Aber er ist da. Oh, it's there. Er ist da. It's there. Er ist it's da. There. Dieser Vers it's ist there. Da. Der Vers as he ist da. Is. So wie er as he is. So wie er as he is. So wie er as ist. He is. So wie er ist. As he is. So wie er ist. Find out who he is. Get the revelation of who he is. Find heraus, wer er ist und bekomme Offenbarung von dem, wer er ist. Wie er ist. Tell your neighbor you're like Jesus. Sag deinem Nachbarn mal, du bist wie Jesus. Tell your neighbor you're like Jesus. Sag mal deinem Nachbarn. I didn't say that. Du bist wie Jesus. Ich habe das nicht that. Gesagt. Ich habe das nicht gesagt. All right? Okay? How do we become then like him? Wie werden wir dann also so wie er? Well, first of all, you got to know who he is. Zunächst einmal musst du wissen, wer er ist. You got to know what he does. Du musst wissen, was er tut. Jesus was the perfect manifestation. War die vollkommene Manifestation of the revelation. Der Offenbarung. Of the revelation. Der Offenbarung. That God wants you to get. Die Gott möchte, dass du sie empfängst. Jesus was the word. War das Wort. Everybody say the word. Sagt mal alle zusammen das Wort. The word. Das Wort. The word. Das Wort. That became flesh. Das Fleisch wurde. Meaning. Was bedeutet? That when people looked. Dass wenn die Leute ihn anschauten. With their senses. Mit ihren Sinnen. They saw something. Sahen sie etwas. They saw something out of the realm of the spirit that came into the realm of reality. Sie sahen etwas, das aus dem Bereich des Geistes hineinkam in den Raum der Realität hier. I'm gonna tell you something right now. Ich werde euch jetzt was sagen. These books, diese Bücher, written by E.W. Kenyon, geschrieben von Dr. E.W. Kenyon, are the most powerful books we have. Sind die kraftvollsten Bücher, die wir haben. Besides the Bible. Neben der Bibel natürlich. Do you know why? Wisst ihr warum? Because E.W. Kenyon, weil E.W. Kenyon, was a great studier of the word. Ein gewaltiger Student sozusagen des Wortes war, ein Studierender des all Wortes. Of the sudden, und plötzlich he realized, hat er erkannt, the next thing I'm going to show you from the scriptures. Das nächste, was ich jetzt euch aus den Schriften zeigen werde. Go with me to Ephesians 3. Geht mit mir mal in den Epheserbrief, Kapitel 3. Got your shouting shoes on today? Habt ihr heute eure Jubelschuhe an?
I went short on the praise and worship. Ich habe kurz gemacht mit dem Lob, mit dem Lobpreis. So I could give you what God wanted me to give you today. So dass ich euch heute geben kann, was Gott wollte, dass ich es euch gebe. And Pastora told me 2 days ago. Und Pastora hat mir vor 2 Tagen gesagt. She said, I don't know why it is. I don't know why it is, but I feel like you're supposed to preach on Sunday. Sie sagte, ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum, aber ich habe den Eindruck, dass du am Sonntag predigen sollst. So that must mean that this is very important. Also das bedeutet ja wohl, dass das auch äußerst wichtig ist. Amen. Amen. That we get this. Dass wir das bekommen. Go to Ephesians 3. Geht mal in den Epheserbrief Kapitel 3 rein. Now remember, und erinnert euch, that word, dieses Wort, revelation. Offenbarung. Look at your neighbor. Schau mal deinen Nachbarn an. And say revelation. Und sag ihm Offenbarung. Revelation. Everybody say revelation. Sag mal alle zusammen Offenbarung. Revelation. Offenbarung. Is when is when this word dieses Wort comes alive lebendig wird in you in dir. You understand what I'm talking about? Versteht ihr, wovon ich hier spreche? Revelation. Offenbarung. All of a sudden. Plötzlich. Whoa. Boah. I got it. Ich hab's. The first time you got revelation when you got born again. Das erste Mal, als du Offenbarung empfangen hast, war, als du von neuem geboren wurdest. Something moved on you. Etwas hat sich in dir bewegt. Last night, the woman that prayed the salvation prayer, she came up crying. Das letzten Abend, als diese Frau gebetet hat, um errettet zu werden, sie kam und weinte. She literally jumped up from her seat. She was ready, just like that, to get saved. Und dann ist sie buchstäblich aus ihrem Stuhl aufgesprungen, weil sie absolut bereit war, ihre Errettung God zu empfangen. God had moved so strong through the word in her heart that she could not wait to get saved. Gott hat sich derart stark im Wort bewegt, dass sie nicht mehr länger drauf warten konnte und wollte, um errettet zu werden. I mean, by the time we prayed with her, she was almost praying the prayer faster than we could pray it. Ich meine, bis zu der Zeit, wo wir fertig waren mit dem Übergabegebet, war sie fast schneller im Gebet, als wir es waren. Halleluja. Halleluja. Somebody with revelation showed you something. Jemand mit Offenbarung hat dir etwas gezeigt. And the word came alive in you. Und das Wort wurde in dir lebendig. Revelation. Everybody say revelation. Offenbarung. Sagt mal alle zusammen Offenbarung. The revelation. Die Offenbarung. After you're born again. Nachdem du von neuem geboren wurdest. Inside. In deinem Inneren. You're a treasure. Bist du ein Schatz geworden. And so the word of God goes through your soul. Und das Wort Gottes geht also durch deine Seele. In your ear. In deine Ohren. In your soul. Oder das Wort Gottes kommt durch deine Ohren in deine Seele. And your spirit opens up. Und dein Geist wird aufgesperrt. It's like a key. Es ist wie ein Schlüssel. Ooh, wow. Boah. And something comes out. Und etwas kommt hervor. And it comes up to your soul. Und es kommt rauf in deine Seele. And all of a sudden something in your soul comes alive. Und plötzlich wird in deiner Seele etwas lebendig. And you don't think that way anymore. You think with a lively thought. Und du denkst nicht mehr auf alte Weise nach, sondern du denkst auf einmal mit gesunden, lebendigen Gedanken. Because God has spoke to you. Weil Gott zu dir geredet hat. God spoke. Gott sprach zu dir. God spoke. Gott sprach. When you get revelation, God spoke. Wenn du Offenbarung empfangen hast, hat Gott geredet. The Logos becomes the Rhema. Das Logos wird zum Rhema. The living word in you. Das lebendige Wort in dir. The seed begins to grow. Der Same fängt an zu wachsen. And then you continue to water. Und dann machst du weiter und bewässerst. You get more. Du bekommst mehr. You get more. Du bekommst noch mehr. You get more. Du bekommst immer mehr. You get more. Mehr. You get more. Und mehr. You get more. Und mehr. You get more. Und du bekommst and immer mehr. You know it, und bevor du dich umschaust, hast du Frucht. And that fruit stays. Und diese Frucht bleibt. As you continue to feed it with the water. So wie du es weiterhin bewässerst. Halleluja. 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 Now look at this. Und schaut euch das an. 5 minutes, I'll be done. In 5 Minuten
werde ich fertig sein. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you heard the dispensation of grace of God given me to you word, how by revelation. Vers 1. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Keep reading. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarungen wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Does anybody remember? Erinnert sich irgendjemand von euch? Pastor's message. An Pastoras Botschaft? From Mark 4. Aus Markus 4. I know you do. Ich weiß, dass ihr es noch wisst. Such an important message. So eine wichtige Botschaft. But do you remember in Mark 4? Aber erinnert euch an Markus 4. There was a word that Jesus used. Da war ein Wort, das Jesus gebrauchte. It was a word mystery. Es war das Wort Geheimnis. Everybody say mystery. Sag mal alle zusammen Geheimnis. I want you to see mystery. Ich möchte, dass ihr Geheimnis seht. As this information packet. Als dieses Informationspaket. That nobody could get in the Old Testament. Das im Alten Testament niemand bekommen konnte. And nobody outside of Jesus can get. Und niemand außerhalb von Jesus auch bekommen kann. I want you to see this. Ich möchte, dass ihr das seht. It's a mystery. Es ist ein Geheimnis. It's something. Es ist etwas, that not everybody can get. Das eben nicht jeder so einfach bekommen kann. The door's locked. Die Tür ist nämlich versperrt. But you got the key. Aber ihr habt den Schlüssel dafür bekommen. You have the keys. Ihr habt die Schlüssel bekommen. God put the keys opener. Gott hat die Schlossöffner in you. In euch reingelegt. Who's the best key opener of the building? Wer ist denn der beste Schlossöffner des Gebäudes? Who is the one that has the revelation? Wer ist derjenige, der die Offenbarung Who hat? Who is the spirit of truth? Wer ist der Geist der Wahrheit? Who is the teacher? Wer ist der Lehrer? Who lives in you? Wer lebt in dir? Who's there in you Wer to teach you? Ist da in dir drin, um dich zu lehren. The word and Geist arbeiten zusammen. The word and the spirit work together. Every time you get revelation, the Holy Spirit is involved. Und jedes Mal, wenn du Offenbarung empfängst, ist der Heilige Geist dabei. God put the author of the revelation in you. Denn Gott hat den Autor der Offenbarung in euch hineingegeben. Meine Güte! Ihr solltet eigentlich an der Decke schweben. The best person to go to understand a book is the author. Die beste Person, zu der du gehen kannst, um ein Buch zu verstehen, ist der Autor selber. The author is in you. Und der Autor ist in dir. He's in you. Er ist in dir. Er Read in verse euch. 9. Lest mal Vers 9. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Read verse 5. Vers 5. Das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Read verse 4. Vers 4. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Does anybody know who's writing these verses? Weiß irgendjemand, wer hier der Schreiber dieser Verse ist? The Holy Spirit, but who's he using?
Es ist natürlich der Heilige Geist, aber wen gebraucht er hier? Anybody ever heard of the epistles? Hat irgendjemand von den Briefen gehört? Galatians. Galater, Ephesians, Epheser, Philippians, Philippa, Colossians, Kolosser, Romans, Römer, Corinthians, Korinther, 1st and 2nd Timothy, 1. und 2. Timotheusbrief, Titus, Titus. Anybody heard of these books? Hat irgendjemand von euch von all diesen Büchern oder Briefen gehört? What do you think these books would contain? Was denkt ihr denn, was all diese Bücher beinhalten? And Paul also writes about the apostles and prophets. He's talking about the foundational. Und Paulus schreibt hier auch über die Apostel und Propheten. Er schreibt hier über die, die das Fundament gelegt haben. Which also includes Peter. Was auch Petrus beinhaltet, James, Jakobus, John, Johannes, their books are included, denn ihre Schriften sind beinhaltet. That's the mystery. Und das ist das Geheimnis. That's the mystery. Das ist das Geheimnis. You understand? Versteht ihr? That if you don't have a revelation of what is in those books, you're going to stay a Simon. Dass wenn ihr keine Offenbarung über genau diese Bücher empfangt, ihr immer ein Simon bleibt. Because God's purpose was through that mystery revealed in you to open the treasures up, Christ in you, the hope of glory. Denn Gott wollte doch dieses Geheimnis in euch, dieses Geheimnis öffnen, nämlich diese Offenbarung, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Romans, you find out you're the righteousness of God in Christ. Im Römerbrief findet man heraus, dass man die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus ist. John, you find out about this agape love. Im Johannes findet man über diese Agape-Liebe Gottes heraus. Thessalonians, you find out about the rapture and what's going to happen in the last days. Im Thessalonikerbrief findet man heraus, was mit der Endzeit ist und was in den letzten Tagen passiert und die Entrückung, was das ist. 1. und 2. Timothy, you find out about the church. Im 1. und 2. Timotheusbrief findet man was über die Gemeinde heraus. Halleluja! Halleluja! And when Kenyon wrote these books, he wrote these books based on the fact that he found out through the epistles who he is in Christ. Und wenn man diese Bücher, die Ivy Kenyon geschrieben hat, liest, dann findet man heraus, dass er über die Tatsache schrieb, dass er durch die Briefe herausgefunden hat, wer man in Christus ist und hat das Geheimnis entschlüsselt. Oh, come on, church. Kommt schon, Gemeinde. We focus. Wir fokussieren uns. Focus. Wir fokussieren we uns. Focus. Wir fokussieren we uns. Focus. Wir fokussieren on uns. Who we are in Christ. Auf das, wer wir in Christus geworden sind. You focus. You make that your first point. Du fokussierst dich darauf und machst es zu deinem Augenmerk. Who he made you to be. Zu wem er dich gemacht hat. And then you recognize he's the one that did it. Und dann erkennst du, dass er derjenige ist, der das getan hat. You are a new creation. Du bist eine neue All Schöpfung. Things are passed away. Das Alte ist all vergangen. Things have become new. Und siehe, Neues You're ist righteous. Geworden. Du bist gerecht. You can do all things through Christ who strengthens you. Du kannst alles tun durch Christus, der dich stärkt. You're strengthened with might by his spirit in the inner man. Der dich stärkt durch seine Macht an deinem inneren Menschen. Greater is he that's in you than he that's in the world. Und größer ist der in dir ist, You're not als der, der in der Welt ist. Constantly looking on the outside, but you recognize everything on the inside. Du suchst nicht konstant irgendwo im Äußeren umher, sondern du erkennst, dass alles Wichtige in deinem Inneren da ist. To change. Dass sich was verändert. Everything on the outside. Alles im Äußeren. Those fish multiplied came from the inside. Diese Fische, die sich multiplizierten, kamen aus dem Inneren hervor. It was either angels. Es waren entweder Engel. It came from the inside. Jedenfalls kam
es aus der inneren Quelle. When Jesus spoke, als Jesus sprach, came out of the inside. Kam es aus dem Inneren. It released the angels or it created fish. I don't know what happened, but something happened. Es hat entweder die Engel freigesetzt und losgeschickt oder ein kreatives Wunder ist passiert. Ich weiß nicht, eins von diesen beiden Dingen ist passiert. We believe in miracles. Wir glauben an Wunder. We believe in miracles. Wir glauben an Wunder. We are a people that believe. We believe in this unseen realm for things to happen. Wir sind Leute, die glauben. Wir glauben an diesen unsichtbaren Bereich, woraus diese Wunder hervorkommen. Halleluja. Oh, there's more I could give you. Da gibt's noch mehr, was ich euch geben kann. But I think kann. That's enough for today. Aber ich denke, für heute soll das jetzt genug sein. Let me quote one verse. Lasst mich noch einen Vers zitieren. Comes out of 1 Corinthians 2. Der kommt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2. It says, but I hath not seen. Da heißt's, was kein Auge gesehen hat, nor ear heard, noch ein Ohr gehört hat. Neither have entered into the heart of man, und was auch in kein Menschenherz gekommen ist, the things that God hath prepared, die Dinge, die Gott vorbereitet hat, for them that love him, für die, die ihn lieben. That's an Old Testament verse. Das ist noch ein alttestamentlicher Vers. That's speaking about the people in the Old Testament. Der spricht zu Leuten oder über Leute im Alten Testament. That could not have revelation of the mystery. Die keine Offenbarung vom Geheimnis selbst haben konnten. They were left to their senses. Sie waren ihren eigenen Sinnen but überlassen. Verse 10 of 1 Corinthians 2, aber dann der Vers 10 im 1. Korintherbrief says, Kapitel 2. But God hath revealed them to us. Da heißt's, Gott hat es aber uns geoffenbart. That we might know. Dass wir wissen. God wants you to know. Und Gott möchte, dass du weißt. The things that have been freely given to you. Die Dinge, die euch freigebig gegeben wurden. Halleluja! 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 Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute. We thank you for your word. Wir danken dir für dein Wort. We thank you, Father. Wir danken dir, Vater. That you live in us. Dass du in uns lebst. Greater is he. Und größer ist der, that is in us, der in uns ist, than he that's in the world. Als der, der in der Welt ist. See, the devil still works in that sense knowledge realm. Seht ihr, der Teufel wirkt immer noch im Bereich der Sinne. But God, aber Gott, works in us, wirkt in uns. Greater is he. Größer ist der. 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 Think about that when you pray in tongues. Denkt mal darüber nach, wenn ihr in Zungen betet. God's praying through you. Gott betet durch euch. Think about that when you speak the word. Denkt darüber nach, wenn ihr das Wort sprecht. God is speaking through you. Gott spricht durch euch. Think about that when you stretch your hands forth. Denkt darüber nach, wenn ihr eure Hände ausstreckt. And you pray for somebody that's sick. Und ihr betet für jemanden, der krank ist. God will release his anointing, his power through you. Gott wird und will seine Kraft, seine Salbung durch euch freisetzen. Think about that when you go to work. Denkt darüber nach, wenn ihr zur Arbeit geht. God will work through you. Gott wird durch euch arbeiten. He will give you ideas to cause the place where you work to prosper. Er wird euch Ideen geben, dass der Arbeitsplatz, wo du unterwegs bist, wohlständig wird, zum Blühen kommt. Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Danke, Vater. Think about that. Denk darüber nach. When you sing, hallelujah. Wenn du singst. Think Halleluja. About that, Helen, when you sing. Denk darüber nach, Helen, wenn du God singst. Wants to sing. Gott möchte singen. God wants to sing. Gott möchte singen. God wants to sing. Gott möchte singen. Think about that, Joe. Denk darüber nach, Joe. God wants to sing. Gott möchte singen. Think about that when you're pushing that broom, brother Jose. Denk darüber nach, Jose, wenn du in diesen Räumen unterwegs bist. And you're cooking. Und wenn du kochst. You're doing all the things you do. Und all diese Dinge, die du tust. God's there. Gott ist da. Halleluja. Halleluja. Pastor, I'll let you close.
Ich finde es jetzt nicht, aber es steht geschrieben, dass wir, wenn wir die gleichen Leiden des Christus durchgehen, dass wir uns jetzt schon jubeln, freuen können. Und das gehört zu dieser Botschaft dazu. Weil Jesus nicht die Leiden, die am Martin, wo ist denn die Botschaft? Im Petrus, oder? Im die Bibelstelle, die habe ich im Herzen, im Petrusbrief. Dass du dir bewusst bist, wo du gerade durch bist, wo du gerade stehst. Du kannst dich freuen über die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist wieder die Natur Gottes in dir. Und das ist es eben, wenn Jesus durchging, wenn sie ihn beleidigt haben, wenn Jesus durchging, dann hat sie ihn nicht berührt. Und alles, was uns berührt, alles, was uns, das ist nicht Christus. Und das ist, was wir, wenn wir dieses Geheimnis hervorholen wollen, dann gehen wir durch das durch. Und deswegen, wenn du da drin steckst, dann kannst du dich jubeln freuen. Wir haben die Stelle? Der erste Petrus. Wo? 1. Petrus 4. Fangen wir in Vers 12 an. Geliebte, lasst euch durch die entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt, sag mal Anteil habt, an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Halleluja. Gibt es aber noch eine Stelle, wo es dann eben heißt, dass das auch hervorkommen kann. Und das ist ein Punkt, wo du eben sagen kannst, okay, da halte ich jetzt meinen Mund. Da ist es einfach, da nehme ich dieses Leiden auf mich, weil das macht mich eben Christus immer ähnlicher. Das ist Training. Das ist Training. Halleluja. Und ich will nichts von der Botschaft wegnehmen, aber ich will das hinzufügen, weil nicht, dass du dann denkst, oh, Christus ist in mir, warum stecke ich da jetzt drin, wo ich drin stecke? Sondern du wirst, das ist nicht alles der Teufel, sondern du wirst einfach in dem trainiert. Genau, trainiert. Halleluja. Vater, danke. Danke, dass wir ja immer mehr in Christus dargestellt werden, dass wir hervorkommen, dass wir trainiert werden, dass wir entdecken, wer du in uns bist, dass wir entdecken, wer wir in dir sind. Danke, Vater. Halleluja. Danke. Danke. Danke, dass wir entdecken immer mehr. Halleluja. Amen.